So, ihr Lieben, auf geht es. Mal wieder hier am Bärensee. Und da hieß es ja jetzt schon mehrfach in den letzten Tagen: Alden, Bärensee, Karpfenkloppen. Oder so in der Art. Ja, gehen wir mal gucken, wa? Also, ich bin ja schon auf dem Weg in Richtung, ich glaube, ich bin schon vorbei, 5533, einer der klassischen Spots hier am Bärensee. Und hier an der Stelle, da ballern wir dann gleich mal rein, die Routen. Das hier sieht man so ganz schön, ist diese Schilfinsel, die wir hier vorne sehen. Das ist dann hier so die Kante. Aber das Ganze hier, das interessiert im Moment gar nicht, denn so ganz weit wollen wir hier gar nicht raus. Uns interessiert hier dieser Nahbereich. Das ist viel interessanter. Und das ist ungefähr hier, so bei den Seerosen, eher so in dem Bereich. Also wirklich die vordere Kante der Seerosen. Und das ist ein, ja, so ein absoluter Klassiker auch schon. Also wirklich seit Jahren immer mal wieder einen Spot, wo man hier relativ leicht, auch mit gar nicht mal so schwerem Equipment, ganz gut Amure ziehen kann. Aber es wurden auch schon andere Brocken hier gezogen, Lederkarpfen und sowas. Und was auch seit Monaten immer wieder lübt, sind verschiedenste Boilie-Kombinationen. Sowas wie Sahne zum Beispiel, Sahne pur oder Kokossahne und sowas. Das lübt und auch die Kartoffel lübt eigentlich auch immer. Absoluter Klassiker. So, und damit fangen wir heute auch einfach mal an. Ich gucke gerade mal rein hier. Was haben wir? Ich habe hier eine Route. Tippitoppi, die ist basismäßig zusammengebaut. Hoppala, Musik, Musik. Guck mal, die machen wir erstmal aus. Die ist basismäßig zusammengebaut. Das heißt, einfach nur so zusammengebaut, dass man da eben, ja, mit der Inline-Montage oder mit der Schlaufmontage oder mit dem einfachen Grundangeln, so ist die quasi zusammengebaut, auch ohne Futterkorb, ohne alles. Und einser Haken, Tauwurm, den machen wir ab. Wir machen die Kartoffel drauf. Bam. Und hier ist sogar schon ein Clip eingestellt. Wenn ihr klippen wollt, ich sag mal so um die 15 Meter. Ich teste das mal, ob 15 Meter jetzt irgendwie schmackig ist. Ja, 15 Meter sieht gut aus. So um den Dreh. Ne? Ist halt immer die Frage, stehst du hier direkt an der Reling oder stehst du einen Meter weiter hinten? Aber wenn ihr so um die 15 Meter seid, dann passt das schon. Bremse nochmal locker einstellen. So, straffen. Und dann ist das doch schon okay. Erste Route draußen. So, nächste Dingen. Was haben wir denn noch? Ich glaube, ich muss noch irgendwo eine Rolle abbauen. Ich weiß ja nicht, wo ich gerade meine ganzen Rollen drauf habe, wa? Ach, guck mal. Wir könnten natürlich auch nochmal auf Grund eine, auf Pose noch gleich eine testen. Machen wir erstmal hier noch ein Zack Tagara drauf mit der klassischen, mit der wunderschönen, mit dem Pop-Up-Rig. Wenn ihr keinen Pop-Up-Rig habt, dann vielleicht mit der Haarmontage. Aber Köder einfach ähnlich. Zap, zarap. Dat auch, dat auch. Ich gehe jetzt hier gerade übelst brutal dran. Ne? 31 Kilo. Ich will jetzt hier nichts Feines, Zartes, sondern massiv. Hier machen wir einfach mal. Ah, jetzt haben wir hier noch ein Pop-Up. Pop-Up 16er. Und dann nehmen wir den Mais auch noch mit der Sahne. Kokossahne weiß und Kokossahne Pop-Up. Und dann hauen wir hier noch. Nehmen wir jetzt Kokos oder nehmen wir Sahne? Komm, ich nehme die Sahne. Aber bitte, mach mal die Sahne. Die Sahne drauf. Und PVA lasse ich weg. PVA hat vielleicht auch noch nicht jeder. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Wenn ihr sagt, Pop-Up habe ich noch gar nicht, Shitty Gall, dann einfach Kokossahne dran. Auf die Haarmontage müsste doch auch funktionieren. Ach, guck mal, und hier ist er schon aktiv. Das Ganze klippe ich jetzt nicht, weil ich meine mal eben so aus dem Handgelenk 15 Meter werfen ist jetzt nicht so ganz schwierig. Kriegt man, glaube ich, hin.
Aber wenn man da gierig drauf ist, dann kann man natürlich auch gerne klippen. Siehst du, auch bei 15 gelandet ohne Clip. Vielleicht waren es auch noch 14,7. So, und als drittes nehmen wir jetzt hier mal ein etwas leichteres Equipment. Das ist eine Winkelpickerrute. Ihr könnt aber auch natürlich hier entspannt mit der Fiederrute oder sowas rumstehen. Warum nehme ich die? Weil die ein leichtes Equipment darstellt. Also, ich habe jetzt hier 14,9 Kilo Rute mit 14 Kilo Rolle drauf. Da haben wir jetzt hier eine 19 Kilo Monoschnur drauf. Ist das eine Mono? Ist das eine, ja, eine Monoschnur. 160 Meter, ja, bisschen knapp, aber wird schon irgendwie reichen. Und damit das auch Ganze, damit das Ganze auch hier irgendwie passt von den Tragfähigkeiten, ist hier der Weak Point, die Schwachstelle, ist das Vorfach, Fluorocarbon-Vorfach mit 13,8, also unter der Tragfähigkeit der Rolle und der Route. Ich lasse mal hier, ne, ich mache hier auch mal einen Einserhaken drauf. Einserhaken muss schon sein. Zack, und auch hier die Kartoffel dran. Und auch hier, oh, hier war ein ganz kleiner. Auch hier dann. Halt! Da wollte ich noch eben, das ist ja, kann man ja bei den Fiedern und so machen, hier die Spitze ändern, dass man hier so eine harte Spitze hat. So, dann eiert das auch nicht mehr so ganz doll durch. Und dann werfen das auch hier vorne raus. Und dann ist das gut. Bremse erstmal ein bisschen runter, hochstellen kann man immer noch. Jo! Und so lübt das dann. Drei etwas verschiedene Angelmethoden. Nächste Angelmethode wäre dann hier auch nochmal mit der Match oder mit der Bollo-Route. Geht natürlich auch wunderbar. Guck mal hier, zack, auf die Picker direkt hier. Ha! Natürlich auf die kleinste immer als erstes. Aber auch da nur ein kleiner Schuppi. Aber das ist soweit okay, wenn ich mir überlege, gerade erst frisch in dem Levelbereich hier, dass man da ran kann. An das Gewässer. Hier ist schon was dran. Bam! Und dann, dann passt das doch. Gar nicht so die ganz dicken Fetten. Wenn die so im Bereich von 5 Kilo sind, dann ist das schon ganz okay. Guck mal, es läuft jetzt schon, ohne irgendwie anzufüttern und Co. Was man natürlich machen kann, wenn man es kann, man geht hier natürlich dann einfach wieder auf die einfachen Mischen. Und da würde ich tatsächlich die Graskarpfenmische bevorzugen. Die herstellen, Graskarpfenmische, weil das schon tendenziell eher ein Amur-Spot ist, also ein Graskarpfen-Spot. Ob das jetzt der weiße Amur ist oder der schwarze Amur, shit egal. So, Graskarpfenmische, die sind immer so ein bisschen heller. Hier sind sie, jawohl. Und da nehmen wir jetzt mal 10 Stück. 10 Stück und wir peilen die Seerose da an. Und warum gehe ich jetzt so weit hinten, nach hinten? Weil ich jetzt maximal auswerfen kann. Das war zu weit. Ich gehe nochmal 3 Schritte nach hinten. So. Klatsch. Okay, nochmal einen Schritt nach hinten. So, und jetzt baller ich jetzt hier 10 Bällchen rein. Muss jetzt hier gar nicht immer genau auf 30%, 40% oder keine Ahnung wie viel. Sondern mach einfach Shift, linke Maustaste, baller hier 10 Bällchen rein, mach den Spot jetzt hier richtig hot. Bam, so, ich glaube, das reicht, ich habe gar nicht mitgezählt. Aber die Routen werden langsam eng. Alter Falter, und da ballert das hier schon rein, ey. Da ballert das hier schon rein. Affengeil. Amure sind einfach the shit. Amure haben einfach immer richtig Bock, weil sie übelst drauf sind. Die sind einfach voll drauf. Was aber geil ist, so, das ist jetzt so dieser Knackpunkt und das ist aber auch der gleichzeitig der Vorteil an diesem Spot da vorne. Der Vorteil ist, wenn ihr jetzt nicht so lange wartet, wie ich jetzt hier gerade, durch das Reinwerfen der Futtermische, wenn ihr nicht so lange wartet, bis der erstmal richtig Gas gibt, der Amur, und bis der erstmal, keine Ahnung, 20 Meter losgeschwommen ist, sondern wenn ihr merkt, das Ding, der Kopf geht runter, bzz, sofort ziehen. Sofort reinballern,
ranziehen, hochziehen, dann hat er in der Regel gar nicht so richtig die Chance, Fahrt aufzunehmen. Und man merkt das dramatisch. Es ist wirklich zum Teil, also wirklich dicke, fette Brocken, die man auch auf der Tagara wirklich erstmal so nach, naja gut, nach 2-3 Minuten vielleicht irgendwie gestoppt kriegt. Sofort rangehauen, sofort rangezogen. Am besten auch noch direkt nach oben hier. Dann hat er, jawohl, dann hat der Fisch einfach keine Chance. Wird sofort brutal halt rangezogen. Und weil man eben auch so nah ist, das ist ja hier jetzt wie die Schilfkante ungefähr ist, zack, Kescher sofort raus und man hat den, ja, ich sag mal, in der Regel, also unter einer Minute hat man den Fisch halt draußen. Ne? Auch welche, die halt, wie gesagt, normalerweise vom Gewicht ein, so wie er jetzt hier gerade, so ein bisschen Arbeit machen. Ich bin jetzt hier sehr gespannt. Ich habe jetzt lange nicht mehr auf so einem leichten Equipment hier, gerade ist mit der Winkelpicker, schon lange nicht mehr auf Amur geangelt. Der Vorteil jetzt hier speziell an der Winkelpicker, eine Bunesan, die hat ja auch nochmal Plus auf die Montageart. Guck mal hier, das ist ein schwarzer Amur, Alter. Das ist ja richtig geil. Direkt ein schwarzer Amur. Komm ran hier, Algen. Ah, nein, 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 nein. Da hat er wieder Chance gehabt, sich umzudrehen. Ha! Guck mal, wie er glänzt hier in der Sonne, ey. Affengeil. Zack! Einfach, also schwarzer Amur ist einfach immer mit einer der geilsten Fische, oder? Ist das ein geiles Gerät, ey. Ist es einfach immer wieder der Hammer. Fette XP-se, dicke fette XP-se immer. Ordentlich Kohle auch noch im Sack. Ah, sehr schön. Geht gut los, ey. Geht richtig gut los. Alter, und die anderen Routen auch hier schon. So, entspannt auswerfen. Futtermische ist ja mittlerweile da. Bremse wieder ein bisschen runter. Dann gehen wir mal eben hier auf die 1. Da ist auch die Kartoffel dran. Die anderen Setups sind natürlich hier übelst entspannt, ne? Beides mit 30 Kilo, da können wir jetzt hier auch mal richtig reingehen. Einfach durchziehen. Das ist natürlich jetzt der Vorteil beim Karpfenangeln mit den Karpfenruten. Guck mal hier, zack, auf der Bunesan, wieder direkt. Geht bisschen in die Bremse, aber nicht so brutal, deswegen gehe ich da jetzt nicht auf den. Ich kann hier noch ein bisschen hochziehen, die Bremse. Ich gehe mal auf eine 27 und lenke den mal so in meine Richtung. Was macht die Bremse? Dreht sich oder nicht von einer... Ja, dreht sich ein bisschen. Oh. Den werde ich gleich als zweites nehmen. Die Route 2 lasse ich gleich. Oh, Alter, der hat aber noch Bock. Weißt du was, ich stelle das jetzt hier so ab auf Spannung. Hol den mal eben ran wieder. Das ist mir jetzt gerade echt zu tricky. Wenn der jetzt gerade wieder so weit abhaut. So, damit das gleich alles lübt. Shit, das war die... Oh, jetzt habe ich den auch noch an... Jetzt wird's tricky, Alter. Schön mit alle drei Routens. Drei Routen. Ich muss die mal so machen, dass das auch noch irgendwie klappt. Das ist die, das ist die. Und das ist die 3, die drehen wir jetzt auch hier mit drin. Dann haben wir sie alle drei im Blick und können im Idealfall alle drei drillen. Und ich hoffe, ich verliere nicht eine davon. So, schön gucken, dass die noch auf Spannung sind. Solange das alles hier auf Spannung ist, ist das gut. Die Route geknickt ist, dann haben wir die Spannung. Alter, das ist einfach geil. Vor allem, nachdem ich gestern ja im Stream, oh mein Gott, räudig am Donetz stand, mit den ollen Stippen und mit den und auch einfach kein Hecht beißen wollte und so was. Jetzt endlich mal wieder hier so ein paar dicke Brocken ziehen, Alter, jawohl. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und guck mal hier auf der Winkelpicker, ne? 5 Kilo Teil, macht natürlich auch entsprechend schon Radau. Zack, den lassen wir jetzt so, wie es ist. Jetzt nehmen wir erstmal die 1. Ach, ist das schön, ey. Die Amure, ey. Sag bloß, da bimmelt schon wieder. Alter, ich werd wild hier. Ich werd wild. Da bimmelt schon wieder auf der Bunesan, auf der Picker. Mach mal locker.
Ich komme gar nicht dazu, dass ich die halt schnell rauskloppe. Jetzt muss ich gleich mal eben wechseln. Okay, er geht wieder rein. Bremse hochziehen. Okay. Bremse hoch. So, und dann halt wieder reinballern, sobald, also wieder die Route jetzt, oh, 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 zieht er. Ich mach mich jetzt, ja, jetzt zieht er. Zack. Sofort auf die Bude ist angewechselt. Bremse passt auch noch. Alter. Und gerade der, der hatte 5 Kilogramm dran. Ist aber auch schon Grenzbereich, ne? Ist echt Grenzbereich hier. Alter, da beißt sofort der Nächste hier dran. Ohne Leute, ohne Scheiß, Leute. Kartoffel best. Kartoffel best. Hier kommt der nächste Brocken. Gerade 5 Kilo, zack, der nächste 4,5. Ist wie gesagt, ist halt nur eine 19 Kilo oder 13,5er Route sozusagen. Da macht so ein 5 Kilo Amur eben auch schon direkt Radau so ein bisschen. Aber Ed lübt und recht schnell draußen, ne? So, jetzt kommt hier der nächste. Guck mal, das hier ist ein 30 Kilo Setup. Oder sogar noch mehr. 30 Kilo Setup, 8 Kilo Amur. Was der sich in eine Seile legt, ne? Krass. Richtig, richtig krass. So. Aber Ed lübt, ihr Lieben. Ist das angenehm, ey. Und da bimmelt's schon wieder. Guck mal. Auch wieder Kartoffel. Das ist jetzt hier übrigens der erste auf dem auf Sahne-Kombi. So. Ich meine, ich könnte natürlich nochmal. Ich könnte natürlich nochmal. Zack. Auch sofort. Und sofort gepackt. Rangezogen. Hochbumpen. Gar nicht lange wegschwimmen lassen. Ich meine, bei der Frequenz, wenn dann halt mal bei dem ganzen Rumgepumpe vielleicht doch mal einer rausgeht. Ah ja. Dann fängst du ihn danach wieder ein. Easy. Ach du Schande. Oh, war der Bügel gar nicht zu. Man könnte natürlich, oder ich überlege natürlich, ob wir nochmal so ein bisschen auf ein Match gehen, ne? Das wäre natürlich auch nochmal geil. Nochmal schön die Match-Route. Hatte ich nicht noch die Match? Ich glaube, auf der Inventar, auf der. Genau. Da ist sogar noch eine Rolle übrig. Ich baue die schon mal zusammen. Match-Montage. Match-Montage. Hier machen wir auch eine dicke, fette Schnur drauf. Fluoro only. Nö, ich nehme einfach hier die 32 Kilo. Ist auch hier mit eine meiner ältesten Schnüre. Ich glaube, die habe ich schon, also weit über ein Jahr wird die geangelt. Gut, mittlerweile 12% Verschleiß. Aber dafür, was die schon alles mitgemacht hat, ist das schon top. Da machen wir entsprechend ein dickes Vorfach dran. Haken, auch da einen Einserhaken groß. Und dann nehmen wir hier Kartoffel mit der Kombi Kohlblatt. Vielleicht. Oder in der Hoffnung, dass dann da vielleicht nochmal. Nehmen wir den mal raus. In der Hoffnung, dass dann da nochmal noch ein schwarzer Amur dran geht. Testen wir das auch mal hier jetzt mit der Match. So. Wie tief ist die eingestellt? 1,50. Ich glaube, so ganz tief darf das gar nicht. 1,20 Meter. Nur wenig auswerfen. Das ist schon fast zu weit. Ich ziehe wieder ein bisschen zurück Richtung Seerosenblatt. Jawohl. So. Bügel wieder auf. Abstellen und dann gucken wir einfach mal, was da geht. Achso. Bremse. Also Einholgeschwindigkeit maximal. Das heißt dann gleich einfach nur über die Einholgeschwindigkeit. Guck, da zuppelt schon. Alter, ich werd wild, ey. Aber erstmal die andere hier. Da zuppelt schon auf dem Match. Kartoffel und Kohlblatt.
Was ein Spot gerade, ey. Was ein Spot. Alles keine Giganten, ne? Also, geht jetzt hier gar nicht so darum, es wurden auch Trophys schon gefangen. Aber, alles, wie gesagt, alles keine Giganten, aber Frequenz ist da. Schöne Fische. Kann man alle gut mitnehmen. Karpfenmische reinballern oder Graskarpfenmische rein. Und dann... Ja, einfach was rausziehen hier. Auf Match bin ich jetzt aber auch gespannt. Das wäre nicht schlecht. Das wäre ja nicht schlecht, ey. Komm, Alden, da war doch schon mal dran. Vielleicht geht da erstmal ein Rotauge dran oder sowas. Warte mal ab, ey. Das wär's, ne? Erster Fisch, Matchroute, Einsaken, dicke, fette Kartoffel dran, Kohlblatt dran. Zack, Rotauge. Katastrophe, ey. 11 Fische. 11 Fische in, sagen wir mal, 15 Minuten. Ist soweit okay. 11 Fische in 15 Minuten. Hoppala. Da war schon wieder Schnur, ne? Ja. Im Augenwinkel noch gerade gesehen. Im Augenwinkel gesehen, dass da die Schnur straff wurde. Siehste. Auch wieder ein Schuppi. Guck mal. Zweite Mal Schuppi. Auf die Sahne-Kombi. Kokos-Sahne. Also, wenn man Bock hat auf Kokos-Sahne, klappt. Oh, oh. Ja. Ja, 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 ja. Abwarten, abwarten, abwarten. Ich greife die Route auch noch nicht mal. Man hat immer noch genug Zeit. Einholgeschwindigkeit ist auf maximal. Das heißt, wenn er gleich richtig abzieht, mit schnell einkurbeln, also mit Steuerung, mit Shift und sowieso hohe Einholgeschwindigkeit schon, dann durchziehen. Und noch ist entspannt. Noch machen wir keinen Stress. Jetzt. Und rechte Maustaste mit Anschlag. Und da geht er sogar ein bisschen rein hier. Jawolski. Wunderbar. Wunderbar. So lübt der Lachs. Es ist einfach geil. Und auch hier Match, ne? Match macht auch immer so übelst Bock, ey. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr Match-Angeln machen. Das wäre doch was. Oder ich hole mir hier mit dem Großen hier, nochmal zwei von diesen Match-Routen. Das ist übrigens eine übelst geile Match-Route. Nochmal zwei Stück davon. Guck mal hier, ey. Alter. Was das Gerät ist, ey. Guck mal da. Komm ran hier. Joho! Die dicken Brocken! Ach so. Pose wieder auf, Bügel wieder auf, abstellen das Ganze. Ja. Gucken wir doch mal eben, was jetzt die paar Fische so gebracht haben. Wir sind bei, ja, 140 Silber in 18 Minuten. Rechnen wir das vielleicht mal hoch auf eine halbe Stunde. Nichtsdestotrotz für diese relativ kleinen Fische. Gut, der jetzt am Schluss war mit 15 Kilo natürlich schon mal eine Wucht auf einer kleinen Route. Wäre das erstmal eine halbe Stunde Party gewesen. Aber die, wenn wir die 30 Silber abziehen, 100 Silber in, sagen wir mal, auch 20 Minuten, wenn jeder Fisch ein bisschen länger gedauert hätte. 10 Kilo schwer, der größte hier. Knappe 10 Kilo. Und trotzdem über 100 Silber gemacht damit. In diesem leichten Bereich ist es einfach top. Also ran an die Ruten. Schnappt euch die Kartoffeln. Easy Kartoffel. Und dann gib ihm. Alter, kommt ja die Fehlermeldung rein gerade, ey. Schnappt euch die Kartoffeln, gönnt euch ein paar dicke Brocken und immer dran denken, genug Schnur hier dran zu haben. Am besten mit der Monoschnur hier angeln
Und wenn ihr sagt, Mono passt nicht genug Schnur drauf, dann einfach eine Fluoroschnur drauf machen. Hatte ich damals im Levelbereich, als ich hier frisch war. Und da hatte ich ja auch, war ich ja mit den Fiederrouten hier unterwegs und hatte dann auch die Alphas da drauf. Wo habe ich sie denn? Und hatte dann auf den Alpha-Routen, hier sind sie, eine geflochtene Schnur und einen Vorfach. Ich glaube, ich hatte immer was so um die, genau, sowas wie eine 22er geflochten. Guck mal, 300 Meter geflochtene Schnur. Und dann hatte ich mir einen 17er Vorfach oder sowas draufgeballert. Fluorocarbon. Und dann war das schön. Dann passte das wieder. Also, rausziehen die Brocken. Nicht stressen lassen. Die Fische beißen schon. Karpfenmische oder Graskarpfenmische rein. Und dann mal ein bisschen Kohle machen. So, Petri zusammen, zieht raus die Brocken und wir sehen uns im Livestream montags, mittwochs und freitags mit Russian Fishing. Dazwischen in den Tagen ziehen wir, ach, zu spät. Dazwischen in den Tagen zocken wir noch was anderes, zum Beispiel World of Tanks. Und ja, bis dahin, im Idealfall nochmal einen Daumen da lassen oder den Kanal abonnieren, das wäre geil. YouTube freut sich und dann freue ich mich. Hau da rein. Petri. Oh, schön. Weiter geht's.